seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zur Folge 6 hier in WoW Klassik. Ja, es geht weiter in Richtung Jaspis Mine, bevor wir eventuell in dieser Folge Level 10 erreichen und unseren ersten Skillpunkt setzen dürfen. Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig mit dem Sound zufrieden, also stimmlich finde ich das schon mal ganz passabel, dass ich nicht zu leise bin. Im Zweifel, wie gesagt, immer in den Kommentaren hinterlassen, wenn euch irgendwie was komisch vorkommt. Ansonsten, Soundeffekte sind stellenweise immer noch ziemlich laut, warum auch immer. Dann bin ich noch nicht so hundertprozentig perfekt dahinter gestiegen. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Luzi hauen. Da haben wir ein Kupfervorkommen da vorne. Im Wassergraben quasi. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich weise hier jetzt mal ein bisschen mit Eigenwerbung hin und nicht meinen YouTube-Kanal. Ich habe ihn mal ein bisschen aufgefrischt. Oh, ein neuer Hammer, der leider schlechter ist. Schade. Die Makrelen. Ah, nee, ich kann ja kein Fischrezept. Ich habe meinen Kanal ein bisschen aufgefrischt. Soll heißen, mal etwas aktualisiert. Ich hatte ja ganz, ganz lange Zeit, schon seit fast 20 Jahren, CP Pictures. Sind hier an der Wolfshöhle soll ein Kupfervorkommen hängen. Alles klar. Ach, dahinter. Ja, dann kommt. CB Pictures habe ich schon sehr, sehr lange, bestimmt schon 20 Jahre, sind meine Initialen, Vor- und Nachname, ne, Anfangsbuchstabe und, ich habe damals viel mit Bildern gemacht oder auch schon Videos, beziehungsweise auch Gildenvideos gemacht über irgendwelche Bosse oder was weiß ich, Events, Geburtstage, keine Ahnung, ne, alles was so WoW-mäßig, das war schon sehr lange meine Leidenschaft, so das mit WoW zu verbinden und hier. Früher war das sehr rudimentär, OBS, meine Güte. Und so gab es nicht, wer es noch kennt, Gamecam hieß das Ganze. Hat mal mehr funktioniert, mal weniger gut funktioniert, hat aber nicht so viel Ressourcen gefressen, weil die Systeme waren damals ja noch alle ein bisschen, stiefmütterlich. Ne? Unsere Computer, die wir ja so damals hatten. Und, muss ich das mal alles sortieren hier. Ich habe leider ja nicht so viel Platz in der Tasche, weil ich schon wieder vergessen habe, die Spinnenbeine auf die Bank zu packen. Ich mache aber den einen Stack mal weg. Also ein 10er Stack reicht, sofern wir dann das Rezept noch rechtzeitig bekommen. Mit einem einen Schab ist leider auch noch nicht gefunden, weil ich immer noch vermute, dass die Spinnenbeine ein Elfenrezept sind. Ja, wie gesagt, CB Pictures habe ich schon sehr lange. Und ich hatte auch vorher einen anderen YouTube-Kanal aus irgendwelchen mir nicht ganz so erklärlichen Gründen. Irgendwas mit Google und neu und Kanal. Ich habe keine Ahnung, warum ich das dann mal gemacht habe. Ich habe dann einen neuen YouTube-Kanal erstellt. Das hat irgendwas mit neu Google und Google Mail und keine Ahnung. Irgendwie so hatte das damals zu tun. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Und ja, der hieß dann jetzt auch lange, lange Zeit CP Pictures. Und dann vor ein paar Jahren, keine Ahnung, habe ich den umbenannt. Jetzt müsste er schon längere Zeit Chris van Tramm geheißen haben. Habe ich überall jetzt so als mein Online-Name eingegeben. Instagram, Facebook, Twitter und Co. Beziehungsweise dort ist es dann ja wie hier zu sehen. Auf meiner Chat-Überblendung, mein Fanbus, habe ich ja schon erwähnt, mein kleines Hobby. Und wie gesagt, Chris van Tramm, Tramm, klar, kennt ihr, ne? Englische Wort für Straßenbahn. Ist nun mal mein Beruf. Ich arbeite im Nahverkehr, ich fahre Straßenbahn, bis einem der Hals rauskommt. Ne? Ihr wisst gar nicht, wie schön es sein kann, aber auch wie anstrengend, langwierig und im Durchschnitt, ich erzähle es auch immer gerne, fahre ich pro Tag ca. 100 bis 120 Kilometer Straßenbahn. In 8 Stunden natürlich, so im Durchschnitt knapp drüber. Es ist nicht immer alles sehr perfekt 8-Stunden-Tage. Es geht gar nicht im ÖPNV.
Ja, wie gesagt, ich bin Straßenbahnfahrer und da verrate ich eigentlich auch keine Geheimnisse. Ist bei meinen allen möglichen Social Media Kanälen ersichtlich, dass ich mit dem Nahverkehr zu tun habe. Deswegen da verrate ich jetzt keine Geheimnisse. Und ja, deswegen habe ich jetzt meinen Channel ein bisschen geupdatet. Wie gesagt, unter Chris van Tram auf jeden Fall zu erreichen und dann als großes neues Channel-Logo Gamepad. Komm, ne? Brauche ich jetzt nicht in die Kamera zeigen. Ich habe hier kein Gamepad gerade liegen in Reichweite irgendwo da. Ja, ist so eine Zusammensetzung vom bekannten Gamepad, was ja mit PAD geschrieben wird. Und einer Zusammensetzung aus meinem Nachnamen. Fand ich ganz passend so für einen Gaming-Channel, ne, den Gamepad zu nennen. Ist halt eine einfache Herleitung für mich. Ich muss mich da nicht irgendwie kreativ ausleben oder mit Vornamen irgendwas oder ach, ich bin da nicht so kreativ. Ne, jetzt in Sachen, wie wem jetzt irgendwas auszudenken. Ne? Und ja, bin damit aber eigentlich ganz zufrieden. Warum ist mein Dings schon wieder abgelaufen? Sind schon wieder 5 Minuten rum. Ist das peinlich? Mein Segen der Macht. Ich bin damit absolut zufrieden. Mein Channel heißt jetzt Gamepad. Trotzdem unter Chris. Ich spreche das immer so Englisch aus. Ich hab leider so einen Mischmasch-Akzent. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen? Ich habe hier jetzt nicht irgendwie Norddeutsch, Plattdeutsch, sonst irgendwas. Bei mir ist es eine Mischung aus viel Bayerisch, Österreichisch, Plattdeutsch, aber auch leicht in Richtung Thüringen und ja. Es ist ein Kuddelmuddel aus allem. Ich drifte immer mal so ein bisschen in jede mögliche Dialekte ab. Aber ich glaube, da gewöhnt ihr euch dran. Ja, und deswegen habe ich jetzt alles mal ein bisschen schick gemacht. Neues Banner, neues Kanalbild erstellt. Da kommt eine Patrouille. Der läuft natürlich nicht weit genug. Na, dann müssen wir beide machen. Hilft ja nichts. Und das Ganze nennt sich jetzt Gamepad. Weiterhin Let's Play the Channel, mein Spruch. Darunter nochmal meine Social Media Kanäle verlinkt. Verlinkt nicht, aber schriftlich dazu. Aber wie gesagt, gibt diverse Seiten, wo ihr alle möglichen Variationen kostenfrei habt, Banner zu erstellen für euren eigenen YouTube-Kanal oder irgendwelche Channel-Bilder etc. pp. Gibt es ganz, ganz viel Freies. Maximal muss man sich mit Google-Konto anmelden, das geht automatisch. Die wollen aber nur Daten, will heutzutage alle haben, jeder haben, nicht alle. Und wie gesagt, Daten sind mehr wert als Geld heutzutage. Ja, wie gesagt, eine kurze automatische Anmeldung. Da, achso, ich hätte ja, ich könnte ja, oh ja. Wenn ich schon hier bin, bin schon wieder blind vor Gesabbel an allem vorbeigelaufen. Ja, wie gesagt, gibt es hunderte, na hunderte vielleicht nicht, aber eine Handvoll kostenfreie, guter Seiten, wo man sehr schön Channel-Banner machen kann. Und ja, hat auf jeden Fall mir was Schönes rausgepickt, was passt. Und ja, das Ganze seht ihr dann, wenn ihr meinen Kanal aufruft. Und ja, jetzt haben wir hier erstmal weiterhin die Kobolde und dann schweife ich mal lieber wieder ein bisschen Richtung WoW ab. Und zwar ist jetzt natürlich der Plan, ne? Wir erreichen dann jetzt wahrscheinlich in dieser Folge Stufe 10. Dann gibt es den ersten Talentpunkt. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Wie war das denn nochmal? Es ist ja alles schon ein bisschen lange her. Das Kupfervorkommen ist natürlich. Ach ne, hier, wollte ich sagen. Das ist da oben, aber es hat sich so in diese Textur gerade nicht so auffällig gewesen. Und ich habe ein bisschen reingeguckt, wie skillt man eigentlich nochmal. Ich habe zwar so grob die Richtung klar mit Retripala, aber ja, die Tipps sind so, man geht erst eigentlich so ein bisschen Richtung Heilung. Und der Brieföffner, den könnte ich schon gebrauchen. Der bringt ein bisschen Kohle. Ich glaube, das Spinnbein ist am wenigsten wert und ja, wenn jemand Essen und Trinken braucht, lassen wir das gerne drin. Ja, wie gesagt, man soll erst so ein bisschen Richtung Heilung bis Stufe irgendwie 20 oder so und dann soll man nochmal umskillen und wieder anders, weil man dann erst die gewissen Punkte erreicht. Aber ich habe mir ein Bild geguckt, dem man so ungefähr machen soll.
Ob ich den einhalte, weiß ich noch nicht. Eventuell ja, weichen wir auch davon ab. Mal gucken. Ne? Ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber das erkläre ich dann gleich alles ein bisschen, wenn wir es freigeschaltet haben. So, ich gehe jetzt aber nicht nach hinten in die Höhle, um das letzte Gruppe hervorkommt zu holen. Wir haben nachher noch genug Lauferei und ja, Zeit, die wir überbrücken müssen. Ich leier mir irgendwas aus dem Sinn und warte, greife ich jetzt bestimmt an. Ah, nee. Und wir laufen einfach durch die Gegend. Ah, hier ist noch Gruppe vorkommen. Na, das passt doch. Dann nehmen wir das. Also als Tipp, ich habe es ja eigentlich schon, glaube ich, erwähnt gehabt. Ja, Kräuter ganz einfach zu finden. Ne? Einfach hier durch die Pampa laufen. Vor allem hier unten sind sehr viele Kräuter. Hier Richtung Wasser zwischen den beiden Höfen. Da kann man sehr gut die Friedensblumen und das Silberblatt sammeln. Und für Kupfer gilt klar die beiden Minen. Da müssten jeweils drei, ja, sagen wir mal 2 bis 4, aber 4 ist schon eher selten. Ich denke mal eher 2 bis 3 Kupfervorkommen vorhanden sein. Und dann natürlich hier an den Bergrücken ist Kupfer hier an der Klippe. Den Wolf kann ich gebrauchen, vielleicht hat der noch ein bisschen Fleisch, den ich hier gerade hinter mir herziehe. Und wie gesagt, hier an diesem Abhang, oder wie man dazu sagt, da gibt es auch ein paar Kupfervorkommen, die spawnen können. Hat er sogar. Sehr gut. Ja, ansonsten Kochkunstskill, wie gesagt, immer die Wölfe mitnehmen, beziehungsweise die Eber. Und das ist hier Menschenstadtgebiet halt ganz einfach. Weil Eberbrocken und Wolfsfleisch sind jetzt schon 7 Punkte. Wir haben noch gar nichts gemacht. Also das kann die. Ne, also das droppt auch relativ gut. Ich sag mal so 75-prozentige Dropchance. Manchmal ist es auch leer. Und wie läuft die lang? Noch ein Paladin. Ja, buff mich drüber. Ah, ne, Segen der Weisheit, wollte ich sagen. Nicht, dass du Segen der Macht mir gibst. Ich habe mein eigenes. Yay. Ja, das Geile in Klassik ist hier, vor allem jetzt noch im Startgebiet. Alle total freundlich und nett. Klar ist das meiste bis jetzt so 100%. Ich habe noch keinen deutschen oder deutsche Mitspieler, Spielerin entdeckt. Aber alles super freundlich, hilfsbereit. Wenn man an irgendeinem Questmob steht und da einer kommt, ne, die helfen einem sogar ohne Gruppe und jeder bufft jeden. Ich habe jetzt hier nur Segen der Macht, also das ist jetzt, kann nicht jeder gebrauchen, die Nahkampfangriffskraft erhöht. Ja, aber bis jetzt hier, ich bin so geflasht, wie freundlich das doch hier auf so einem Classic-Server zugeht. Vor allem die Mithilfe. Also Hut ab, hätte ich nicht erwartet. Weil wenn ihr jetzt so auf den Retail-Servern unterwegs seid, Dragonflight anfangt und so, da sind doch alle ziemlich ja, mit sich selbst beschäftigt und raschen einfach die Level durch. Ehre dem König von Sofern sie nicht einfach Geld ausgeben und hier hast 20 Euro und ich nehme die Charakteraufwertung. Weststrom-Garnison. Sei Ja, das ist vorsichtig. dann Richtung Hogger. So, jetzt muss ich erstmal unser Inventar hier aufräumen. Das kann weg. Das brauchen wir. Das kann weg. Das auch. Das kann weg. Der Rest wird verarbeitet. Ziehe den Ehrenfreund. Dann machen wir unser Kupfer. So, Bergbau müsste bis Stufe 50 gehen, dass wir dann zum Bergbaugesellen werden. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und dann gibt es nachher Zinnverhütten und Bronze müsste das andere sein. Ist halt ziemlich schwierig, weil man braucht für das eine braucht man für Zinn müsste man Silber gebrauchen, glaube ich. Und Bronze ist Kupfer und ja, das andere halt. Ich komme jetzt nicht drauf, verzeiht mir. So, ja, offscreen habe ich einmal eine Armschiene angelegt, weil die am meisten Punkte geben. Und ja, die Wettstände können wir noch versuchen, da ein paar Punkte rauszukriegen, solange es noch nicht grün ist. Die Chance liegt allerdings nicht bei 100% bei Gelb. Wie ihr seht, der erste hat keinen Punkt gebracht.
Das geht eher so in Richtung 90%. Dass wir dafür einen Punkt bekommen, aber immerhin 29. So, wie gesagt, die Armschienen brauchen halt am wenigsten. Ne, wie gesagt, guck mal, für die Stiefel 8. Die Hose würde sich lohnen bei mir, aber ich weiß nicht, wann wir hier einen Questgegenstand bekommen. Eine Hose, ich glaube, nachher für Hogger gab es eine Hose mit schwerer Rüstung und einen Stab, weil mit meinem Magier habe ich den Stab. Ich glaube, es war eine schwere Rüstung Hose. Deswegen ist das hier alles so ein bisschen. Ja, man muss es nicht unbedingt machen. 4, 4, 3. Also hier ist natürlich Risiko. Eine 6 Punkte gibt eventuell nur 5, aber wir machen es einfach mal. Wenn es jetzt bei 30 gelb wird, mal gucken. Nee, gelb-grün meine ich. Vielleicht haben wir Glück, dass es wirklich 6 Punkte bringt. Ach, leider nein. Oh, wieder Fail. Ja, das ist natürlich schade. Vielleicht landen wir jetzt bei 33, deswegen ein kleiner Erfolg. 32. Oh, also das war schlecht. Nur 2 Punkte rausgeholt aus 6 möglichen. Das ist selten, dass man so wenig bekommt. Ja, wie gesagt, wir brauchen massig Das Licht sei Punkte mit auf jeden euch. Fall. Und das Problem ist, es gibt halt auch kein Geld hier am Schienen, ne? 15 Kupfer, 17 Kupfer. Also das ist echt ein bisschen Das traurig. Licht segne Also ich euch. nehme mal die. Ich habe das Was jetzt kann auch ich für euch nichts. tun? Oder. Naja, gut, das ist erfrischende Quellwasser. Wir lassen es. Noch habe ich Höllenschein. keine Mana-Probleme. Noch brauche ich es nicht. So, das ist bei denen. Mit 30 könnte es schon was Neues geben. Wir gehen aber erstmal zur Kochkunst. Die ersten 9 Punkte. Nur 10 sogar. Man startet ja bei Punkt 1. Aber 9 gibt es oben drauf, macht 10. Ja, ich habe es ja sicherlich schon häufig genug erwähnt. Viel Leerlauf in Klassik. Ihr müsst sehr viel laufen, sehr viel auch farmen anfangs, wenn ihr ein bisschen Silber machen wollt Ihr sucht doch und die etwas. Berufe Was pushen ist es? möchtet. Da hat man schon viel zu tun, aber Ziehe vieles denn geht Ehren vor. nebenbei. Wie gesagt, die Wege sind ja relativ lang. Ich hätte ja noch mal gucken können. Hast du irgendwas bei für Was Stufe kann ich für euch 10? tun? Ja. Ich Nehmen wir kaufe mal und fix handle. mit. Sind zwar 50 Kupfer, aber seniges Wolfsfleisch. Ja gut, das war jetzt ein bisschen unnötig, das mitzunehmen, aber okay. So, war hier jetzt. Ich glaube, Schmied war hier doch, ne? Ja, Schmiede, Kurzgeselle. Hallo. So, das sind alles Waffen. Ja, Waffen ist halt so das Manko. Die brauchen wahrscheinlich noch mehr Kupfer als das, was wir hier benötigen. Mit 4 und 8 beziehungsweise 2. Deswegen lernen wir sie erst Also einmal sind. nicht und sparen unser Geld. Und dann müssen wir mal gucken. Wir gehen ja zur Weststromgarnison. Ja, denn ist mir noch aufgefallen, es gibt auf jeden Fall, ich habe ja beim letzten Mal gegrübelt, wo ich das Quest hier habe, was droppen kann. Das war von den Humanoiden. Ich hatte hier, bin da rumgelaufen, weil ich gucken wollte, was in der Hütte irgendwie drin ist. Da ist sogar ein Goblin drin, den man kämpfen kann und mit Ruhe. Den Goblin habe ich zwar geschafft, aber der beschwört, ja, Eds, ne, also so Wachleute von dem, Leibgarde oder so hieß das. 3 Stück natürlich. Ja, hat man als Magier natürlich keine Chance. Ja, aber von denen habe ich einen Quest droppt, wie sagt man, gedroppt bekommen, so rum ist richtig. Und ja, das schickt einen nach Westfall, ganz gleich hinter der Grenze von Balkon Evan. Sind halt Erfahrungspunkte, ganz einfach gesagt. Muss ich ein bisschen angewöhnen, da in die Kamera zu gucken. Ich gucke zwar hier auf meinem Kontrollbildschirm gerne, aber da seid ihr. Ist so eine kleine Gewöhnung, die dauert ein bisschen, sich dahin zu gewöhnen. Das habe ich noch nicht so ganz drin. Ich habe ein bisschen überlegt, ja, holst du dir den Nachfolger? Ich habe ja die Razer Kiyo Kamera.
Ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Gibt davon Nachfolger mit O und wie auch immer sie heißen. Problem ist, die kleine von Razer hat halt den Vorteil, dass der ein integriertes Ringlicht hat. Das würde wegfallen und wenn das wegfällt, ja, ich habe hier jetzt kein anderes. Ich müsste mir hier irgendwo denn noch, ja, so ein Lichtlein kaufen. Da habe ich gesagt, ja gut, die Kameraqualität finde ich okay, es ist ausreichend. Fokus ist okay, ja, ich könnte ein bisschen mehr aufgelöst sein. Die hat zwar Full HD, aber so ganz aufgrund der kleinen. Oh, kann hier mal Wolfsfleisch droppen? Und des kleinen Bildes, was aber auch ausreicht für WoW. Sieht das halt nicht immer so perfekt scharf aus. Aber es kann auch im Fokus vielleicht liegen, weiß ich nicht. Ich hab's eigentlich auf Auto. Mein Pech hier. Haupt ja mal nix bei denen. Und sie schon wieder Waffen. Ah, ne, endlich. Immerhin zwei. Was die Hasenfutter nichts wert ist. Weg. Die nimmt nur erstmal zu viel Platz ein. Boah, ich werde heilfroh sein, wenn wir eine neue Waffe kriegen. Es ist zwar cool, mit so einer Schippe rumzulaufen. Aber es ist ja nur auch nicht so ganz zum Paladin, ne? Hier mit einer Schaufel rumzulaufen. Prost. So, die Weststrom-Garnison. Ja, wie gesagt, bei den Holzschildern nicht wundern. Es ist da kein Ausrufezeichen oder sonst was drüber. Es sind einfach nur anklickbare Steckbriefe. Das werdet ihr häufiger. Muss ich mal ein bisschen anders hinsetzen. Das werdet ihr häufiger haben in Classic, dass da nicht irgendwie ein großer Hinweis drüber ist. Wie gesagt, das sind Quests. Und zwar Hogger, ja, hier ist sie doch, Gamaschen der Wache von Stormwind. Für Hogger gab es die Hosen und den Stab, den er dir leider nichts nutzt als Magier, nicht mal als Jäger. Was will man, ne? Gut, als Jäger kann man ihn anlegen, man hat ja eh seine Distanzwaffe, ne? Als Menschjäger, aber Menschjäger mit Stab als Hauptwaffe sieht schon ein bisschen peinlich aus, ne? Man hat ja nur mal zwei Waffen und nicht mehr wie später nur noch eine. Ansonsten hier in der Burg ist nichts weiter, kein Quest oder so. Da sind nur ein paar Händler drinne. Und irgendwie der Hauptmann hier von der Garnison. Da verpasst ihr nichts weiter. Muss ich mal die Quests hier markieren. Kopfgeld, das ist... Oh ja, Speerkuppel, da müssen wir auch noch viel laufen. Und Hogger. Das machen wir nach den Quests hier, weil wir sind ja schon fast in Westfall. So, dann gehen wir mal hier in das Gnollgebiet. Bei den Ebern gibt es auf jeden Fall wieder Eberbrocken für die Kochkunst. Und immer noch vor den Waldbären in Acht nehmen, weil die halt so viel Leben und Rüstung haben. Aber jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen schwieriger, weil die hier... natürlich ein höheres Level besitzen. Bin nämlich gerade am überlegen, ob wir erst nach Westfall gehen, weil wir dann Stufe 10, glaube ich, annähernd voll bekommen. Ich glaube, das machen wir. Komm, wir gehen mal noch ein bisschen zu Fuß. Es ist eh die Folge fast rum. Den haben wir doch leider nicht Stufe 10 erreicht, aufgrund der ganzen Laufarbeit. Weil wir da was abgeben müssen. Und vorne bei den Quests können wir was mitnehmen. Und dann gibt es einmal die Reifenkunde. Es gibt nämlich dann ein Quest, wo wir dann quasi das Reifenfliegen gezeigt bekommen, sagen wir es mal so. Und der Trick an der ganzen Sache ist, die Quest sagt uns, benutzt doch bitte den Greifen, es ist eilig, ihr müsst das Paket zu dem und den bringen, ne? Wie geht's? Möchte, dass die... Hey, du bist es nicht. Ihr seid es auch nicht, dann ist das nachher noch ein leider Folge-Quest. Hier ist irgendwo ein Kupfer vorkommen.
Ja, und der sagt dann halt, hier, es ist eilig und benutzt doch bitte den Greifen, ne, damit man weiß, wie das so funktioniert. Ne, hier klickt auf die Karte und es klickt Stormwind an und das Ganze kostet aber 1,75 Silber. Und das Gemeine an der Sache ist, man bezahlt es natürlich und die Quest gibt einen halt, wenn man sie abgibt in Stormwind, 1,75 Silber, ne, also plus minus null. Aber ihr müsst es natürlich nicht machen. Ihr könnt auch, was ich empfehlen würde, wenn ihr die Zeit natürlich dazu habt, weil es dauert natürlich 10, 15 Minuten, dann werde ich auch dann offscreen machen, wenn wir die Quest haben. Natürlich könnt ihr auch zu Fuß gehen, ne? Also das ist keine Zeitablauf-Quest oder sonst irgendwas, Begleitkram oder wie. Das Quest soll ja einfach nur zeigen, wie hier die Greifen funktionieren, ne? Das Anklicken und wir fliegen los System, aber es kostet halt Geld. Es ist kein kostenfreier Flug wie jetzt zwischen Aberdeen und Danassus, was natürlich totaler Luxus ist, dass das gar nichts kostet. Ja, und so verschwendet ihr halt nicht 1,75 Silber, was in der Stadtgebietswelt hier sehr, sehr viel Kohle ist. Dafür kann man sich schon mindestens einen weiteren Ober leisten. Und für, wenn man wieder zurück ist von Stormwind, muss man wieder nach Westfall das zurückbringen. Soll der natürlich auch den Greifen benutzen, der wieder 1,75 kostet. Und man kriegt zwar dann das Doppelte als Questgeld. Komm. Du hast mich doch gar nicht gesehen. Ja, aber ich empfehle, das Ganze zu Fuß zu machen. So nehmt ihr nämlich Geld ein. Oh, danke. Die Volksmiliz hilft. Ja, das ist hier eine Patrouille, die rumläuft. Voll raue Geierfeder. Es gibt hier auch, wenn ich mich richtig erinnere, einen ersten, allerersten Rare-Mob in Westfall. Das ist auch ein Geier. Aber nagel ich mich nicht drauf fest. Ich hoffe einfach mal, dass es den auch schon in Klassik gegeben hat. Dass der da auch schon existiert. Und dass der nicht irgendwie erst später eingeführt wurde. Mit irgendwelchen Remob-Regeln, keine Ahnung. Was kann ich So, für dich tun? die Meldung abgeben. Fox-Miliz Siehe ist den Ehrenfreund. später. Kann ich euch helfen? Neutatzen ist Man sieht später. sich. Das ist leider erst Stufe 10. Das Quest müsste auch irgendwas mit Nollen sein. Also, da hinten ist ein Quest, das sehen wir jetzt noch nicht so. So weit geht die NPC-Sicht leider nicht. Das müsste mit Stufe 10 sein, dass das Quest auftaucht. Ja, und wie Etwas? gesagt, hier die Flugroute kurz gezeigt. Hier sogar ein Silber 10. Gut, dann ist es ein bisschen weniger, aber wie gesagt, Mögen sie eure wollen hier Reise das sicher Geld sein. abknöpfen und man bekommt es zwar wieder, also plus minus null, aber ich empfehle es nicht zu tun. So, hier am Lagerfeuer können wir noch schnell die Punkte machen. Wenn ich mich nicht gerade direkt da reinstellen würde. Ja, und dann würde ich sagen, kehre ich offscreen zu den Gnollen zurück. Ach, dieses Menü, ne? Braucht ihr etwas? Es macht mich ganz kirre. Man sieht sich. Dann haben wir den ersten Blick hier in die Speerkuppe getan. Ich laufe dann offscreen hier zurück. Dann haben wir noch ein paar Mobs und machen Stufe 10 voll. Ja, und wenn die Quests und dann sehen wir weiter, ne? Also, was denn so für Quests auftauchen. Ja, dann danke ich wie immer fürs Zusehen und freue mich auf das nächste Mal. Euer Ehre.